First blood! Double kill! Holy shit! Godlike! Yo Leute, und was geht? Willkommen wieder einmal mehr zu einer neuen Folge DBD für Dummies. Ihr habt wieder fleißig abgestimmt und deswegen geht es heute um den Liebling aller Stranger Things Fans, der ja zum Glück mit der Stranger Things Lizenz seinen Weg zusammen mit Nancy Wheeler und Steve Harrington zurück zu DBD gefunden hat, den Demogorgon. Vorab möchte ich mich aber noch bei Alex aka Eliondar, Raphael aka Gizmo, Fishy Cella und dem Gamerzug bedanken, da ihr vier meine ersten YouTube-Mitglieder seid, jetzt wo ich YouTube-Partner geworden bin. Wenn ihr mich auch unterstützen und Mitglied werden wollt, meine eigenen Emotes, coole DBD-Sub-Badges und noch mehr Vorteile möchtet, dann checkt gerne mal die Mitgliedersektion auf meinem YouTube-Kanal aus. Vielen lieben Dank für euren Support. Nun geht's heute also um das gute Demo-Hundi. Ich erkläre euch ausführlich die Power des Demogorgons, wir gehen über Vor- und Nachteile, Tipps und Tricks, die krassesten Add-ons und im Anschluss zeige ich euch, mit welchem Bild ich den Demogorgon am liebsten spiele. Also dranbleiben, ich wünsche euch viel Spaß. Auf die Basics des Demos brauchen wir gar nicht allzu groß eingehen. Standardmäßiger Movement Speed von 4,6 Meter die Sekunde, normaler Terrorradius von 32 Metern und von der Statur her ist er relativ groß, aber alles noch im Rahmen. Ist jetzt nicht so, als wäre er ein Schrank wie Nemesis, finde ich. Seine Power heißt Off the Abyss und hält mehrere Fähigkeiten für uns parat. Zum einen haben wir die Fähigkeit, Portale zu platzieren, die erstmal, solange ungenutzt, nicht sichtbar für Survivor sind. Von diesen Portalen könnt ihr standardmäßig 6 Stück platzieren und einmal platziert, könnt ihr diese nicht woanders umplatzieren, also bisschen Vorsicht. Platziert ihr nun beispielsweise ein zweites Portal und steht auf eurem ersten drauf, könnt ihr ein anderes Portal anschauen und euch dorthin teleportieren. Diese Fähigkeit heißt Traverse Upside Down und bewegt euch standardmäßig mit 20 Metern die Sekunde unterirdisch zum anvisierten Portal. Kommen wir gerade frisch aus einem Portal, erhalten wir für 5 Sekunden auch noch den Undetectable Status Effekt. Kein Terrorradius, kein roter Fleck und unsere Aura kann auch nicht geortet werden. Aus dem zuerst für Survivor unsichtbaren Portal wird nun ein sichtbares Portal und das können die Survivor sogar zerstören. Tun sie dies, bekommen wir eine Aufladung unserer Portale zurück. Allerdings können wir als Demogorgon Survivor in unmittelbarer Nähe zu unseren Portalen aufspüren, wenn wir unsere Power-Taste gedrückt halten und Off the Abyss damit aktivieren. So werden uns Survivor per Killer Instinct angezeigt. Das war's aber noch nicht ganz, denn wir haben noch eine weitere Fähigkeit, den Shred. Halten wir die Power-Taste für Off the Abyss, also die Fähigkeit, um Survivor an Portalen aufzuspüren, für eine ganze Sekunde können wir mit der Angriffstaste Shred aktivieren. Dabei springt der Demo eine kurze Distanz nach vorne und greift an. Dieser Hit zählt als Special Attack und löst keine Effekte wie von Sloppy Butcher oder irgendwelchen Exposed Perks aus, da sich eben nicht um eine Basic Attack handelt. Beachtet, dass ihr den aufgeladenen Shred nicht so lange halten solltet, da ihr euch bei der Aufladung etwas langsamer bewegt. Außerdem könnt ihr mit dem Shred super einfach Wände und Paletten kaputt machen. Soviel zum Kit vom Demogorgon, kommen wir zu den Tipps und Tricks. Ihr könnt anhand der Aura eurer Portale sehen, welches Portal bereits genutzt, also auch sichtbar ist, und welches unsichtbar ist. Gelbe Aura ist bereits genutzt, weiß ist noch unsichtbar. In einer Free-Chain-Situation zum Beispiel könnt ihr einfach 2 Portale in die Nähe eines Chains platzieren und eines sichtbar machen. Die Survivor zerstören vielleicht euer erstes Portal und denken, damit hat sich's. Dann erscheint ihr einfach aus eurem neuen Portal und überrascht die Survivor. Ladet ihr euren Shred auf, faucht der Demo und spreizt die Arme. Survivor werden versuchen, eurem Sprung daraufhin auszuweichen. Benutzt das als Mindgame an Fenstern und Paletten und shreddet dann einfach nicht, cancel den Shred und schlagt den Survivor einfach so. Nutzt ihr den Shred von kleinen Hügeln oder generell von High Ground aus, könnt ihr eine Menge Distanz damit zurücklegen und könnt so schneller von Punkt A nach Punkt B wandern. Vergesst eure Fähigkeit Off the Abyss nicht und checkt regelmäßig, ob sich jemand in der Nähe eurer Portale befindet. Diese Fähigkeit wird sehr oft unterschätzt. Spielt ihr beispielsweise mit Save the Best for Last, was viele oft auf dem Demo machen, und ihr befindet euch im Chase mit eurer Obsession, dann schlagt sie nicht, um keine wertvollen Stacks zu verlieren. Stattdessen könnt ihr die Obsession einfach shredden. So könnt ihr die Obsession sicher verletzen und downen und behaltet eure wertvollen Save the Best for Last Stacks. Ich muss hinzufügen, dass ihr diesen Punkt mit dem neuen Patch sehr wahrscheinlich ignorieren könnt, da in Zukunft auch Special Attacks auf die Obsession euch Stacks von Save the Best for Last verlieren lassen. Aber ich erwähne es trotzdem einfach. Soviel zu den Tipps und Tricks, gehen wir nun zu den Vor- bzw. Nachteilen des Demogorgon. Der Demo hat ein sehr ausgeglichenes Kit. Trotz dessen, dass er an sich nicht der schnellste Killer ist, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, euch durch die Map zu teleportieren, was euch ausgezeichnete Map-Control bietet. Euer Shred ist genauso praktisch wie vielseitig einsetzbar.
Egal ob im Chase, um Paletten und Wände zu zerstören, für Mindgames und für Mobility. Euer kurzzeitiger Undetectable-Status nach dem Teleportieren wird gerne mal von Survivern einfach vergessen und sorgt immer wieder für schöne Überraschungseffekte. Dabei kommen wir auch zum letzten Punkt. Der Demo ist sehr gut darin, ein Free-Chance zu bewachen, dank der Portale, auch wenn die Chance etwas weiter verteilt sind. Der Demo ist allerdings sehr laut. Nachdem ihr den ersten Hit verteilt habt oder geportet seid, wird jeder Survivor wissen, mit welchem Killer sie es zu tun haben. Euer Shred aktiviert keine Basic-Hit-Effekte. Ihr könnt damit also beispielsweise niemanden one-shotten, der exposed ist. Habt ihr eins eurer Portale aktiviert, also bereits genutzt, können gut organisierte Survivor binnen ein paar Sekunden eure Portale zerstören. Ihr haltet das zerstörte Portal allerdings zurück und könnt so wieder ein neues platzieren. Bevor wir nun zu den meiner Meinung nach stärksten Add-ons des Demogorgon kommen, solltest du das Video bis hierher angeschaut haben, vergiss nicht ein Like und ein Abo dazulassen, um auf keinen Fall den neuesten DBD-Content zu verpassen. Ansonsten kommt vielleicht heute Nacht der Demogorgon vorbei und frisst dich auf und da hast du bestimmt keinen Bock drauf. Also danke für deinen Support. Kommen wir also zu den Add-ons und davon hat der Demo einige spannende zu bieten. Mit dem Lepros Lycan seht ihr die Augen aller Survivor, während ihr euch von einem Portal zum anderen teleportiert. Sobald ihr aus einem Portal wieder erscheint, seht ihr außerdem die Augen aller Survivor, wenn sich diese innerhalb von 16 Meter um ein aktives Portal herum aufhalten, für 3 Sekunden. Das Red Moss erhöht die Zeit, die es braucht, um aus einem Portal wieder zu erscheinen, um 15%. Allerdings verlängert es den Zeitraum eures Undetectable-Status um ganze 8 Sekunden und Survivor bekommen keine Audiobenachrichtigungen mehr, wenn ihr aus einem Portal kommt. Werdet damit zum Stealthogorgon. Die Lifeguard Whistle triggert den Killerinstinkt, womit ihr Survivor unmittelbar in der Nähe von aktiven Portalen sehen könnt, automatisch, ohne dass ihr auf die Abyss halten müsst. Mit dem Upside Down Resin wird es für Survivor um einiges schwerer, eure Portale zu zerstören. Denn mit diesem Addon dauert das 40% länger. Die Vermilion Web Cap verlängert die Dauer eures Undetectable Status, sobald ihr aus einem Portal kommt, um ganze 3 Sekunden und das ohne irgendwelche Nachteile. Die Dir Lang erhöht die Geschwindigkeit, mit der ihr von einem Portal zum nächsten gelangt, um satte 30%. Allerdings klaut euch das Addon 2 Portalaufladungen. Mit 11 Soda könnt ihr während des Teleportierens Gens in einer gelben Aura sehen, wenn diese gerade repariert werden. Barb's Classes reduziert euren Pellet Break Cooldown um 15%, wenn ihr Shred benutzt. Sehr gutes Chase Addon. Das Rotten Green Tribe lässt euch 15% schneller von Portal A nach Portal B kommen. Und mit der Red Liver seid ihr 3,5% schneller, während ihr auf die Abyss chargt bzw. euren Shred aufladet, um so den etwas langsameren Movement Speed auszugleichen. Die restlichen Addons sind meistens nur abgeschwächte Varianten von Addons, die ich euch gerade genannt habe. Und damit wären wir auch schon bei meinem Beispielbild bzw. so spiele ich mein Demo selbst tatsächlich auch am liebsten. Wir fangen an mit Scourge Hook Pain Resonance. Einfach ein gutes Regression Perk, ohne dass ihr allzu viel dafür tun müsst. In diesem Perk gibt es auf der Map insgesamt 4 weiße Hooks, sogenannte Scourge Hooks oder auch Geiselhaken. Hängt ihr einen Survivor daran auf, explodiert der Gen, der aktuell am meisten fortgeschritten ist und verliert 25% Fortschritt. Das Ganze können wir 4-mal auslösen, nämlich jedes Mal, wenn ein Survivor das erste Mal an solch einem Hook aufgehangen wird. Als nächstes kommt Hex Devour Hope. Jedes Mal, wenn ein Survivor anhookt wird und wir befinden uns mindestens 24 Meter davon weg, erhalten wir einen Token, also einen Zähler. Bei 2 Tokens erhalten wir 5% Movement Speed für 10 Sekunden obendrauf, nachdem wir jemanden gehookt haben. Ab 3 Tokens wird das Ganze interessant, denn dann sind alle Survivor exposed, aka One-Shot. Und ab 5 Tokens können wir Survivor einfach töten, solange das Totem steht. Und damit das Totem länger steht, spielen wir noch mit Hex Undying. Wenn eins unserer Hex-Totems zerstört wird, wandert der Fluch stattdessen auf das Hex-Totem von Hex Undying über und bleibt bestehen. Somit hat unser Devour Hope ein Extra-Leben, wenn man so will. Zu guter Letzt spielen wir noch Save the Best for Last, weil es auf dem Demo einfach so gut funktioniert und man es sehr safe spielen kann. Noch, bis der Patch kommt. Jedes Mal, wenn wir einen Survivor kloppen, welcher nicht unsere Obsession ist, erhalten wir ein Token. Davon können wir 8 Stück erhalten und jedes Token verringert unseren Cooldown auf erfolgreiche Basic Attacks um 5%. Schlagen wir allerdings die Obsession, verlieren wir 2 Tokens. Das können wir aktuell aber noch ganz easy umgehen, indem wir die Obsession einfach immer shredden, wenn wir sie chasen. So könnt ihr permanent mit 8 Stacks rumlaufen und schlagt brutal schnell zu. Als Add-on-Kombination könnt ihr natürlich selbst spielen, was ihr möchtet. Ich benutze meistens die Dir Lang, einfach damit ich meine Totems im Falle eines Falls schnell schützen kann und nehme passend dazu die Lifeguard Whistle mit, die mich automatisch informiert, wenn sich ein Survivor an meinen Portalen aufhält. So kann man mit diesem Bild einfach Portale an seine Totems machen, um sie so zu schützen. Alternativ kann man hier noch das Upside Down Resin benutzen, damit die Survivor erst recht 40% länger brauchen, um eure Portale zu zerstören. Und geht unser Devour Hope Plan nicht auf, haben wir immer noch Pain Res und Save the Best for Last, um genug gefährlich zu sein. Probiert's gerne mal aus oder schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euren Demogorgon am liebsten spielt. Ansonsten war's das mal wieder mit diesem DBD für Dummies.
Haltet wie immer Ausschau in meinem Community-Tab hier auf YouTube oder meinem Discord-Server, wenn ich die nächste Umfrage starte, welchen Killer wir als nächstes in diesem Format angehen sollen. Das war's erstmal soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch allen Happy Hooking und hoffe, wir sehen uns auch wieder im nächsten Video oder sogar im Nebel. Ich bin draußen. Peace out, euer Crafty.